Ich habe Farid kennengelernt über Shukri. Ja, genau. Der hat den produziert und dann hatten wir eine Party. Der Shukri hat bei uns auflegen gelernt, bei Ingo. Und wir hatten eine Party in Düsseldorf in der Altstadt. So eine Motto-Party, alle weiß angezogen. Und da war Farid auch. Ich kannte den noch nicht, aber Shukri hat mir immer von ihm erzählt. Und der Shukri kommt alle 5 Minuten. Ich bin damals noch Host-MC gewesen. So neben dem DJ. Mhm. Der kommt alle 5 Minuten zu mir, der so, ey, Farid will ein Battle gegen dich. Ja. Ich so, wer? Der so, der, den ich produziere, hat er mir den gezeigt auf der Tanzfläche. Ich so, ich komm gleich. Alle 5 Minuten kommt der will einen Battle auf der Toilette. Auf der Toilette auch noch. Der Farid wollte kein Battle, das war seine Art zu provozieren. Der dachte, ich wäre so ein Rucksack-Rapper, weil der hat mich wahrscheinlich oft unter denen gesehen. Mm. Und der wusste, die provozierst du damit, wenn du denen sagst, ey, Freestyle-Battle du gegen mich. Der war da mit so einem südamerikanischen Freund von ihm. Dann haben wir uns unterhalten, haben uns auch direkt verstanden. Danach haben wir...